Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. Also, die nächste Mission mit dem Mönch. Oh, eine Katze. Es gibt noch einen Ort, wo wir eine Katze finden können. Voll cool. Leider können wir nicht streicheln, wie den Fuchs. Aber ist ja nicht schlimm. Schon wieder der Vogel hier. Warte mal kurz. Hier ist noch was. Was können wir verbessern? Den haben wir auch schon voll, ne? Genau. Dann mache ich jetzt die Ronin-Kleidung, glaube ich, fertig. Oh, das ist aber schon so teuer, ne? Man muss halt wirklich eigentlich erst diese Rüstung fertig machen, die man wirklich weiß, man will sie. Wir kriegen bald noch die Sakai-Rüstung. Und wir kriegen noch die Gosaku. Nicht Gosoku, Gosaku. Habe ich im vorigen Part falsch gesagt. Ja. Müssen wir gucken. Also hier halt... Der Effekt ist schon geil, ne? Weniger gesehen werden. Das ist wirklich strong. Erheblich langsamer. Das ist wirklich gut. Ich glaube, den mache ich noch, aber ich werde wahrscheinlich den als allerletztes machen, weil hier ist halt wirklich nur die Reichweite von Glühwürmchen. Also das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gefühlt da, wenn man es entdeckt und weiß, wo das ist, braucht man die Scheiß nicht. Das ist nur, ja, Verschwendung von Ressourcen. Aber ich will auch natürlich es schaffen, die Sakai-Rüstung und die Gosaku auf 3 zu bringen. Dafür brauche ich auch ein paar Seide-Dinger. Sonst muss ich länger grinden. Ah, lohnt sich das oder nicht? Sparen wir oder nicht? Zum Beispiel, das brauchen wir auch für die Klinge, also lohnt sich nicht. Scheiß drauf. Wir brauchen mehr Vorräte. So, ich komme gleich. Ja, ja, gleich. Noch nicht reden. Ich suche den Vogel. Wo willst du mich hinlenken, Vogel? Wieder hier lang? Okay. Nice, Junge. Hey, da ist noch eine Blume. Sehr schön. Hä? Hier willst du mich hinlenken? Nee, ne? Nee, wollte gerade sagen, Junge, das wäre komisch, ey. Schon wieder hier hin. Alter, was willst du von mir hier? Ich habe doch hier schon die Aufzeichnung geholt. Oder ist hier noch eine? Vermutlich ist noch eine. Oder außerhalb? Nee, hier kann ich nicht durch. Hier auch nicht, aber hier. Ich habe das Gefühl, der Vogel verarscht mich, ey. Da ist was. So, Vogel. Verarschen tust du nicht, aber mal gucken, wo es hinführt. Ich habe davor auch Flöte gespielt, damit es schneller Tag wurde. Beziehungsweise freier Himmel. Jawohl, hier können wir rein. Vorräte. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Das ist das Problem. Heilerstirnband. Von den Heilern von Akashima geschätzt. Ui, nicht schlecht. Wir heilen nicht. Außer wir heilen sie von ihren Schmerzen. Indem wir sie befreien. Na gut. Dann haben wir das hier gefunden, was er uns zeigen wollte, der Vogel. Gut. Und... Zack, Junge, Freerunning. Parkour. So, Norio, willkommen. Nächste Mission. Wo sollen wir hin? Habe ich schon wieder den Vogel gehört? Ey, Vogel, chill. Das ist zu viel sonst. So. Dann wollen wir mal. Mina Hoshin wo anjite imasuga. たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。コモダの戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。コモダか。ああ。皆うちじに浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れて、ひどい嵐で立ち往生に、ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると、母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて彼方へ運ばれ、 その後は内地の方がマジだ。
Schmerz verbindet Menschen. Beziehungsweise Gefühle, Emotionen. Egal welche Art. Na gut, let's go. Drei Taten, drei Illusionen. お気に出られたらしまいだな。堺様、この戦を終えたらどうなさいます？ボア。いつか故郷の大海に戻り、再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば、これまでの人生、道は明らかでした。悟りの境地を目指し、仏に仕える。それでよかったのです。なら続ければいいだろう。 入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行してゆくものだと思っていました。こんなことになるとは。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。堺様も菰田で死んだ者の命を 背負っているのでは。ボア。そうだな。死んだ者の分まで生きねば。ですが、たやすくはありません。そうかもしれん。もう襲来前の人生が遠い昔のように思えます。人ごとのように。20年も経てば、今日のこともそう思える。堺様。 方針は暴力を嫌うとお伝えしましたよね。僧兵を非難しておるそうだな。奴はブグスら嫌います。太刀も薙刀も。助け出したら何を好むのか教えてもらおう。間もなく野営です。Irgendwo da vorne? Ah, da waren wir. Da waren wir. Okay, da bei der Mission, nicht bei Ishikawa. Okay. Blümchen nehme ich mit. Da ist jemand. Deswegen habe ich herausgefordert. Nein, es geht nicht. Ich hasse das Spiel. Ich hasse es. Junge. Oh, Junge, Alter. Da war Muscle Memory. Sehr schön. Hätte natürlich viel geiler gehen können, wenn einfach die kackrechte Maustaste funktionieren würde und nicht buggy wäre. Mann, 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 Mann. Gut, das habe ich schon einmal geklärt, auch alleine. So, was da hinten? Was ist das hier? Habe ich davor kaputt gemacht? を助けたら、あそこで会おう。私が遅れても気にせずに、必ず方針を村まで届けてください。なるほど。生きて証まで、お会いしましょう。のろしが上がったら、方針を救う。御仏のご加護がありますように。Good. Dann befreien wir ihn mal. So, mehr als letztes Mal oder genauso viel? Jetzt sieht es eigentlich genauso viel aus wie letztes Mal. Das ist gut. Amber. Okay. Mach ich es nicht? Sieht er es? Sieht er es nicht? Sieht es. Das ist schlecht. Ah, wie machen wir das jetzt? Der eine nervt. Beziehungsweise alle. Scheiße. Boah, ganz ruhig da oben. Okay, den... Oh, ne, 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 ne. Den snacken wir. Einer weniger. So, Falken haben die nicht. Oder Adler, je nachdem. Ist ja, glaube ich, nur größenunterschiedlich. Ich nenne sie einfach Adler. Ist simpler. So. Außer... Das gucke ich... Ja, ich gucke jetzt nach. Leck mich. Sammlung, Artefakte, nein. Tasche, Aktivitäten... Shit, ich hätte es gerne mehr gesehen.
Schade. Nee. Ich wollte nachgucken von wegen Gegner. Und dann hätte ich das gesehen, zum Beispiel, keine Ahnung. Falke, Adler steht da. Okay. Wir müssen den killen. Das sind echt viele. Das ist echt widerlich. Hab eine Idee. Ich muss ihn nur ablenken. Nein, 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 nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. So, das war schon mal gut. Und jetzt nochmal. Der Typ ist wie verrückt. Gott, ist die Glocke nice. Und jetzt nur noch den da. Jetzt guckt auch noch der. Die haben die echt alle richtig extra so hingestellt, damit er das sieht. Okay, wie machen wir das am besten? Bogen in die Hand. An den ran, den erschießen und dann fight. Gib ihm. Haben die wirklich gerade Angst bekommen? Holy shit, ich hab's getriggert mit dem Schlag. Habt ihr gesehen, wie die weggerannt sind? Ganz ruhig, dahin sind nur welche. Erst wenn es vorbei ist, dann befreie ich dich. Gut, 4 Leute noch. 5. Okay, pass auf. Fangen wir damit an. Nummer 1. Dann, welchen als nächstes? Der hat einen Helm, ne? Scheiß. Das ist schlecht. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Also. Nein! Der Ficker! Dieser Bastard, habt ihr gesehen? Ekelhaft. Ich hasse diese Gegner. Er kann immer nur den einen Angriff spammen und er ist overpowered. Du musst jumpen, aber du willst wirklich die ganze Zeit so ausweichen, bis du zuschlagen kannst. Widerlich. Ich will den blocken können, das ist so unfair. Das ist wie so ein Special Move und er ist so broken und spammt ihn nur. Boah, ist das widerlich. Und wie die extra auch nach hinten rennen, um ihn zu snacken, ne? So um dich zu ficken, Junge, das ist ekler. Statt zu fighten, den Kampf zu gewinnen, finishen, ey. Als wenn wir PUBG wären, ey. Ekler. どなたです。仲間だ。逃げるぞ。できません。猛攻が杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口を聞かぬ。いけません。私は残る。My God, Junge, jetzt komm mit. 堺様。方針。ノリオ、なぜここにおる。近くの猛攻がのろしに気づいた。向かってきます。そうか。 Let's get it. Ich sehe sie. Nummer 1. Oh, das war sogar ein Heady. Ey, das sieht nicht! Scheiß Blendgranaten. Noch mehr? Ne, das war's. Okay. War nur ein kleiner Trupp. Okay. Glück gehabt. Holy shit.
Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht. Was ist hier drin? Nur eine Haftbombe, schade. みんな死んだ。私だけだ。すまない。助けになればと思ったのだが、モーコは私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた？それは私にもわからぬ。 だが杉寺に戻るよう脅された。治療のため敵の傷を癒すつもりなのか。苦しみに敵味方があるのでしょうか。敵によるな。もしかして杉寺は落ちたのか。どうだろうか。Ich befreie den. 遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。 Ja, also zum Thema alle heilen, wegen dem Glauben, alle leiden und so, weiß ich nicht. Also ich kann verstehen, was er sagt, ne? Der geisterhafte Samurai. Yo, heavy. Ja, wie gesagt, kann ich schon nachvollziehen, ne? Den Glauben, dass man jedem heilen sollte, ne? Aber das Ding ist, am Ende musst du auch bedenken, ein bisschen Logik und nicht nur stumpfer Glaube, weil dann ist man, naja... irgendwie nicht beim Sinne, denn du willst ja die Gegner heilen, die deine eigenen Leute, dein Land und dein Wohnort oder dein Haus zerstören und du hilfst ihnen dann sozusagen dabei. Also bist du ein bisschen auch wie ein Verräter, obwohl es natürlich der Glaube ist. Und jetzt könnte man natürlich begründen, ja, aber der Glaube wird das schon hinkriegen, wie alles hinbiegen. Das Ding ist, am Ende macht das aber immer der Mensch selber. Das ist so ein bisschen, ja, leichter Moralapostelmäßig, aber na gut. Vielleicht wird es ja noch einsehen, ne? Wenn er zum Beispiel eine wichtige Person nochmal verliert, wirklich vor Augen oder alle, und dann merkt er und er so, nee, hab jetzt nur noch meine eigenen Leute oder nur wirklich die, es wichtig haben oder wichtiger oder erst unsere oder nur die, die zum Beispiel zu uns rüberkommen von den Mongolen, die zivil sind oder für uns kämpfen, ein auf den. Naja. Windglocken verströmen giftige Dämpfe, die Gegner töten, die sie aufheben. What? Okay, das ist strong. Es gibt sogar einen Effekt, den man nicht mal... eigentlich müsste das gefühlt beim Upgrade sein, aber ist es leider nicht. Weil es ist so ein bisschen... ja, ein Talisman-Slot weg für eine Feature, was sonst nicht drin ist. Was schlecht ist eigentlich. Schade. Okay, vielleicht muss man den nehmen, wenn man unbedingt das so haben will. Weil das Geile ist, du lockst ja nur einen an. Das heißt, der eine, der das aufhebt, der stirbt immer. Holy shit, ist das broken. Warte, das muss ich ausprobieren. Gegner zu töten stellt... Gesundheit her. Oh, das ist auch wichtig. Aber ich probiere mal aus. Ich will wissen, wie das aussieht. Das war so cool. What the fuck? Verstehe ich nicht, dass es echt keine Technik ist. Da. Guck mal. Wir haben nur Böller bekommen, aber das ist ein extra Feature und nicht mal dafür. Wieso ist das nicht hier? Da. Jeder hat zwei. Nur das hier nicht. Oh, schade. Ein neues Geschenk. So. Aufzeichnung Geister im Nebel. Ah, die nächste Geschichte. Stirnband des edlen Kriegers. Alter, okay. Cool. Ist es wieder im Dorf? Jawohl. Wir holen uns erstmal aber die Belohnung. Wo sind wir gerade? Wir sind da unten, okay. Erstmal das Geschenk holen. Und dann die nächste Mission. So, Geschenke waren ja, glaube ich, da ganz hinten, ne? Nicht wirklich, nicht wenn da niemand mehr ist. Es wird niemand sagen, oh, die armen Banditen, ihr habt sie getötet, ich werde euch rächen. Das wäre nur der Fall, wenn zum Beispiel vom Clan oder von Banditengruppe noch jemand leben würde, ja. Deswegen macht man ja auch alle weg. The fuck? Das ist so diese Logik, man versucht halt einfach alles auf friedlich zu machen. Aber guck mal, wie weit Frieden dich gebracht hat, wenn jemand wirklich aggressiv auf dich eingeht. Naja. Wie, ich sag ja ein bisschen so moralapostelmäßig. Na gut. Sakai-sama. Do ushita no da?
しかくに猛虎が集まり戦の支度をかねたの気に逃げるべきです。逃げたとて猛虎に追われるかよりも何が正しいかを重んじるのだ。かつては炎上の真似をし、今は堺様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を出すな。やめよ。俺と乗りをで戦えばよい。お主らは隠れている。お断りします。殺生はしませんが、逃げもいたしません。 Ja, dann hau die K.O. Das ist nicht töten. Du machst sie nur kampfunfähig. What the fuck? Alter. Also, ich bin für Frieden, ne? Und natürlich keine Gewalt, aber man weiß auch genau, wann es nötig ist, Gewalt anzuwenden. Genauso wenig sich zu wehren oder auch zu töten. In solchen Zeiten. What the fuck? Ich sag ja, wenn es solche nicht gäbe, die wirklich das machen, würden seine Worte, wenn alle so denken würden, würde die Welt untergehen. Also, da würden nur die gewinnen. What the fuck, ey. Ach ja, na gut. Steige im Dorfzentrum auf Dach. Okay, da soll ich hoch. Ich werde dir Feuerdeckung geben. Ah, ich habe nur 7 Schuss. Spähen. どこからでも攻め込まれるな。こんにちは。湿地へ逃げれば、はぐれるものが多く出るだろう。いい餌食だ。寺か、隠れがにいな。なはす？あれは香炉か。中の灰に火薬を混ぜ、濃い煙を起こせば。 姿を隠せる。村の者はノリオラに任せ。俺は猛虎と戦おう。おとりになれば時を稼げる。あは。Eine Rauchbombe wäre mir sehr viel. Das ist echt gut. 集まりました。皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら、誰が民を守る？承知しました。 覚悟はしておけ。方針と互いに助け合うのだぞ。みんな、猛虎が着く前に寺まで行こう。敵はお侍様が倒してくださる。皆さん、ノリオの総理、寺に身を隠す。そうそうそうそうそうそう。 Wir können die dann anzünden, da wo wir kämpfen. Das ist so cool. Verschiedene Stellungen. Im Notfall zünden. Die sehen mich nicht. Snack, 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 Snack. Junge, holy. Das wird geil. Ohne Scheiß. So, wo sind noch mehr? Da ist noch einer. Wo ist noch mehr? Ah, da ganz, ganz, ganz hinten. Okay. Okay, let's go, come on. 村外れで待ち構えておくか。 Eine Stelle im Dorf. So wie sagte, wahrscheinlich hier links, ne? Oder? Oder nicht? Ja, wir müssen nach rechts. Das nehmen wir mit. Und die werden dann schön hier reingehen. Überall ist Weihrauch und ich entzünde ihn und kill Stück für Stück. Junge, ist das eine gute Taktik. Das war ganz wichtig. So, wir haben schon mal die gekillt. Boah, das
diese Animationen sind so gut, verdammt nochmal. Junge, ich wünschte, jedes Spiel hätte so ein Parcours-Feeling, wenn es möglich ist. Das ist zu geil. Einfach wunderschön. Wichser. Ich hasse die Dicken. Ich werde ab jetzt, glaube ich, die Dicken immer mit Coolness abschmeißen. Es ist einfach zu gefährlich, diese schwule Attacke. Die geht immer rein. Blocken kann ich nicht, ausweichen nach hinten geht nicht, in ihn hier rein nicht. Ich muss immer jumpen. Aber ich habe keinen Bock, 5-4 Mal zu jumpen, bis er mal fertig ist mit seiner Kack-Wucht-Attacke. Und dann hat er nicht mal irgendwie eine Ausdauerpause, sondern einfach gefühlt... Oh, hell na. Einer weniger. Oh mein Gott. Wunderschön. Um uns hören. Oh. Ich muss hier auf. Wo ist er hin? Jawohl, Lücke. Sehr schön abusen. Alles klar. Okay, ich hatte den Rauch ein bisschen anders wahrgenommen. Ich dachte, er würde wirklich hier alles zuräuchern. Und nicht von wegen so ein bisschen als Feuer, aber auch ein bisschen als leichte Deckung. Schade. Wäre cool gewesen, weil ich hatte die Idee gehabt, zum Beispiel Rauch selber zu haben oder Feuer zu machen. Du stehst hier, Camps sind zu viele. Zack, auf einmal komplett alles dicht und sie sehen dich nicht. So wie eine richtige Rauchgranate, die ich habe, nur noch größer und effektiver. Junge. Oder komplett so von wegen Feuer. Schade. War aber trotzdem effektiv. Sind die tot? Nee, ne? Begib dich schnell zum Tempel, okay. Norio! Sakai-sama! Ich werde ihn finishen, One-Shot. Fettsack mit Axt, Junge. Oh, okay. Okay, ich hab verstanden. Ja, der Baum ist im Weg. Weg mit dir, Junge. Kunai ist so wichtig. Nice. Ganz wichtig. Lebst du noch? Jawohl. Gut. Noch schnell gerettet, Gott sei Dank. Holy shit, hier waren die richtigen Anführer. Lass mich raten, er ist gestorben. Er wollte mit seinem Glauben schützen, aber jetzt sie... Guck mal, das ist Realität. Glaube hin oder her, Religion hin oder her. Am Ende ist Realität, also Mutter Natur oder Naturgesetze so. Die Starken gewinnen. Deswegen braucht es solche Menschen. Aber es braucht auch solche in friedlichen Zeiten oder als Unterstützung. Ja, leider ein großer Verlust. Die Heilkünste von ihm. Hast du ihn erwischt? Nee. Ja. Er hat seinen Weg gewählt.
仲間が殺された。ある時、酒の匂いをさせた兵が来て、私の手を掴んで引っ張ったら、兄がそいつに飛びかかったんです。飢えていて、怪我に苦しみながら、私を守ろうと。ノリオ、もう良いぞ。いえ、お聞きください。 私は残され、奴らは兄を引きずっていった。杉寺から南へ加勢に行った僧は、皆死んだ。私を置いて、みんな立派な僧です。私が死ればよかったんだ。 Du hast überlebt, weil du Glück und weil du der Stärkere warst. Du kannst den Tempel ja wieder aufbauen. Mit der Führung von ihm. なぜ俺たちなのかは分からん。だがな、島の民を救えるのは我らのみ。赤島の民を生かしたのはお主らだ。忘れるな。 Junge, geile Verbindung zwischen den beiden. Geister im Nebel. Boah, seine Missionen sind bis jetzt echt gut. Gefällt mir. Der Unbeugsamkeit 2. Okay. Bei 50% oder weniger Gesundheit wird der erlittene Schaden um einen bedeutenden Wert verringert. Aber da habe ich den schon. Einen mittleren Wert, bedeutenden Wert. Okay, gut, ja. Es gibt also wahrscheinlich doppelt die gleichen und es gibt einmal Stufe 2 von einem. Hier ist zum Beispiel Resistenz 1. Boah, sämtlicher Schaden um mittleren Wert. Schon stark. Heftig. Wenn man das nochmal kombiniert, ist das wahrscheinlich sogar bedeutend. Wenn es sich addiert. Ich weiß ja nicht, ob es so von wegen jeden Schaden von dem hier prozentual einzeln abzieht. Nacheinander oder ob es zusammen addiert und dann komplett. Ich hoffe, es addiert sich. Das macht mehr Sinn. Na gut, mal gucken, was wir noch auf Stufe 2 kriegen können. Ich bin schon gespannt. Haben wir noch irgendwas auf 1? Hier, Talisman des Wohlseins. Stufe 2 wahrscheinlich das Doppelte. 15% mehr Gesundheit, wenn du dich heilst. Vermute ich jetzt mal. Genau, hier wahrscheinlich, keine Ahnung, 30%, 25%. Hier, das haben wir sogar zweimal. Ich glaube, wenn wir den auf 2 haben, haben wir vielleicht 30% Entschlossenheitsgewinn. Das ist echt stark, Junge. Da kannst du viel mehr dein Ding spammen. Ich sollte echt mehr den Himmelsschlag einsetzen. Als Finisher am meisten. Oder wenn ich seinen Break mache. Weil beim Break macht er ja doppelten Schaden und one-shottet ihn, glaube ich. Und die haben sogar Angst vielleicht. Oder haben sogar definitiv Angst. Das heißt, ich gewinne einen Fight schneller und beende ihn dann dadurch. Stirnband des edlen Kriegers. Nee. Oh, die Farbe passt. Wunderschön, nehmen wir. Scheiß auf den Hut. Wir haben das Gesicht zu sehen, das mit der Rüstung. Sehr schön. Gut, Zeit weiterzugehen. Ja. Naja, wenigstens ist er mit seinem Glauben jetzt zusammen. Aber ja. Trotzdem traurig. Gut. Nächste Mission von Norio ist wahrscheinlich noch nicht da. Erstmal nicht, ne. Oh, ich habe ein Ziel. Wohin denn? Ah, warte. Wahrscheinlich kann ich Abschied nehmen, vielleicht? Nee. Kann ich mit dir nochmal schnacken? Sonst gehe ich hier ins Dorf wieder. Ich gehe mal ins Dorf. Genau. So, wo ist denn der Tempel? Tempel in Kushi braucht Hilfe. Das ist er jetzt, ne? Ach komm, vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig, ganz, ja. Die Geburt des Leids. Genau, das ist jetzt die vierte Mission. Mehr sollte es nicht geben. Aufzeichnung? Reise in die Vergangenheit, episch, episch, mythisch. So, genau, bei denen gibt es nur eine.
Das hier, die war ja schon vorher frei. Das heißt, man könnte gefühlt überspringen aus Versehen, Fallschirm spielen. Sollte man definitiv beachten. Gut. Und dann ist es auch ein guter Stopp. Jetzt haben wir die Mönchmission schon mal weit vorgebracht und der nächste, oder die nächste Mönch, mein Gott. Und die nächste Mönchsmission, die ist ja erst ganz hier hinten beim Tempel. Das heißt, dann, wenn wir ihn befreien. Das wird aber noch ein bisschen dauern, denn wahrscheinlich werden wir erst in den nächsten Parts Side-Missions machen. Ich werde versuchen, vorher zu erkunden, auch diese ganzen Lager zu machen, damit wir auch noch mehr erkunden und schneller erkunden. Und dann werden wir vielleicht dann gemeinsam die Mission machen, als allererstes. Das hier befreien, weil das andere ist ja weiter oben. Und dann hier hinten erstmal ihre Mission machen, bevor wir die Hauptmission machen. Ich glaube, die Hauptmission lasse ich sogar extra erstmal übrig. Und wir werden erstmal die ganzen Side-Missions machen, bevor wir die Hauptmission machen, weil die Hauptmission drücken ja richtig nach vorne. Und das lassen wir uns für später. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da und wie immer, bis zum nächsten Mal.